Moin moin allerseits, da sind wir wieder bei Unepic. So, ich kann es kaum erwarten, weil ich dieses Spiel echt, echt mag. So, was wollten wir jetzt machen das letzte Mal? Mir ist gerade sowas aufgefallen. Die Tür war zu. Was für Schlüssel brauchen wir denn da? Oh, gar keinen. Ah, schaut mal. Die erste Abkürzung. Tada! Ja. Fein, 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 gar nicht fein. Stirb! Stirb schneller! Das Ding ist wieder aus. Wieso ist das Ding immer aus? Oder vielleicht muss ich erst alle aufdecken? Wäre eine Möglichkeit. Sterb. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Aber vielleicht stört es gar nicht so sehr. Nämlich, dass beim Speichern und Wiederladen die ganzen Gegner respawnen. Aber die ganzen schönen Sachen, die ganzen Kisten respawnen auch. Also, dass man ein bisschen an seiner Ausrüstung feilen kann. Stirb. So, hier unten war ich scheinbar noch gar nicht. Oh, Pfeile. Dankeschön. Eine Kiste der geringen Regeneration. Dankeschön. Und hier war ich scheinbar noch gar nicht, ne? Sonst wäre das ja erleuchtet. Oh, es funkelt was. Da glitzert was in der Düsternis. Vielleicht ist es Gold oder was Nützliches. Die habe ich doch schon mal gesehen. Wer war das denn? Er hat sich das Ding geschnappt und ist verschwunden. Hahaha. Diese kleinen, habgierigen Mistkerle greifen sich echt alles. Verfluchte Mistkerle. Das ist also der Grund, warum ich keine Gegenstände oder Münzen finde. Vielleicht kann ich einen töten, wenn ich etwas auf dem Boden liegen lasse und sie damit anlocke. Nicht unterschätzen. Sie sind wirklich gerissen. Sie werden nicht kommen, wenn du zu nah dran bist. Verstehe. Wenn du Dinge liegen lässt, werden Diebe sie stehlen. Du kannst gestohlene Gegenstände wiederbekommen, wenn du die Diebe erwischt. Um die Diebe zu töten, ködere sie mit einem Gegenstand aus deinem Inventar, fallen lassen und verstecke dich, sodass sie dich nicht sehen können und warte. Okay. Was bist du? Irgendwas ist aufgegangen? Oder zugegangen? Oder ich weiß nicht. Ein großer, großer, großer Raum. Warum hältst du an? Hast du die großen Steine da herunterfallen sehen? Ich könnte von einem dieser Steine zerquetscht werden. Jesus, gibt's denn keinen anderen Weg? Dieser Durchgang ist der einzige, um die Mine zu erreichen. Yeah! Ich bin sicher, du würdest es mir sagen, wenn es einen anderen Weg geben würde. Ja. Riskieren oder nicht riskieren? Das sieht ein bisschen aus wie die Minen von Moria mit den riesigen, riesigen Säulen. Ja. Nein, ich möchte nicht. Oder möchte ich doch? Okay, Riesensteine oder der Fallenraum? Riesensteine oder Fallenraum? Ich mach mal den Fallenraum. Nein! Hallo? Hallo?
Ich komme nicht zurück, so eine... Okay. Ach so, was ich sowieso machen wollte. Ich wollte den Heiligenschein ins Schnelldingsmenü. Schnelltaste und zwar die 0. Ja, Heiligenschein, sehr schön. Und ich glaube, die packe ich auch woanders hin. Und zwar Schnelltaste zuordnen, 9. Besser. Ja, die Waffen könnte ich eigentlich auch hier in dieses Schnellmenü reintun. Ne? Obwohl, sie sind ja schon im Waffenmenü. Na, ich überleg's mir noch. Na gut, ich komme hier gar nicht weg. Auch wenn ich wollen würde, ich komme hier nicht weg. Ja, außer mit dem Heiligenschein. Na ja. Ich probiere mal durchzulaufen. Wow. Oh fuck. Geronimo. Das tut weh. Noch mehr? Ja, bewegen ist auch nicht schlecht. Okay. Ist also nicht einfach nur ein Raum. Schön zu wissen. Ja, mit der Münze. Hier müssen wir, glaube ich, noch was erleuchten. Ich hätte ja auch einen Heiltrank nehmen können, ne? Doof. Doof, doof. So, bevor ich jetzt dahin gehe, möchte ich gucken, ob ich hier noch den Rest erleuchten kann. Ist ja auch noch ein Raum. Geht's auch noch nach oben? Geht's hier hin? Uah. Okay, Schwert. Wo ist mein Schwert? Schwing. Nimm das, du Satyr. Nichts fallen lassen, ne? Ein bisschen Heilung. Und ein bisschen Pfeile. Wer bist du? Ein Satyr? Tja. So sieht das aus. Ach, hier hätte ich auch von hier aus kommen können. Okay. Noch eine Fackel. Ling. Was ist hier? Nix. Aber da in der Decke ist irgendwie ein Loch, ne? Hep. Okay, da kommt man vielleicht von oben nochmal runter, aber warum sollte man? Man weiß es nicht. Keine Fragen stellen. Keine Fragen stellen. Stirb. Ach. Okay. Moment mal. Ah, hier ist doch ein fieses schwarzes Loch. Das ist bestimmt ein Geheimversteck oder so.
Ja, ich wusste doch, dass da was ist. Okay. Mit nichts drin. Toll. Eine Geheimkammer mit nichts. Ach, sowas liebe ich. Da gibt man sich Mühe und was passiert? Nichts. Ja, es ist wieder so dunkel hier. Das mag ich nicht. Hier gibt es so eine dunkle Stelle. Da vermute ich auch nochmal irgendwas drin. Ich weiß nicht was, aber irgendwas. Na schön. Unsere Gesundheit ist voll momentan. Wir könnten uns ja diesen Fallen widmen. Ich denke, wir tun es auch. Was ist hier? Wo sind wir? Karte nicht verfügbar. Alles klar. Okay, wir widmen uns den Fallen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Denn in die Minen von Moria möchte ich momentan noch nicht. Hier ist schon mal eine Trittplatte. Jo, hab ich gesehen. Ah, Mist. Hier muss man echt millimetergenau arbeiten. Weiter geht's, weiter geht's. Ah, Mist! Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne! Toll, Hälfte meiner Gesundheit ist weg. Na, hilft nichts, Heiltrank. Besser jetzt als sterben. So, okay. Ich sehe, wir sind schon mit der Aufnahmezeit fast vorbei. Also, ich mache hier jetzt einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge seht ihr, wie es weitergeht mit den Fallen. Bis dann!